do it one more time. This is the moment. This is it. Ja, hallo Nico Röger. Hallo. Ich grüße dich. Hi. Vielen Dank, dass wir das so jetzt mal so spontan erledigen können. Das Interview haben wir uns schon lange vorgenommen. Aber manchmal bin ich auch immer zu blöd, die Zeit einzuplanen. Aber jetzt mal zum Thema Zukunft Veranstaltungsbranche. Ja, es verlassen sich aktuell viele Leistungsträger in Deutschland auf die Politik oder halt auch nicht. Wie siehst du die Zukunft generell jetzt der Veranstaltungsbranche in diesen unsicheren Zeiten? Ich sehe der Zukunft der Veranstaltungsbranche erstmal sehr positiv entgegen. Wir hatten natürlich zwei extreme Jahre oder drei extreme Jahre mit der Corona-Zeit, die sind auch nicht vorbei. Mhm. Aber man sieht, dass die Menschen Lust auf Veranstaltungen haben, auf Events haben, auf Entertainment haben. Mhm. Und wir auch ein guter Gegenpol sind zu all dem, was man so erlebt. Ob das politische Themen sind, ob das andere Themen sind, kann man hier einfach nochmal schön abschalten und die Konzerte genießen. Und demnach glaube ich, dass die Veranstaltungsbranche erstmal einen positiven Lichtblick zu erwarten hat für die Zukunft und auch für die nächsten Jahre. Ich bin aber sehr gespannt und es ist immer wieder ein Neuerfinden und auch immer wieder besonders und man muss sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Hast du da diesbezüglich Angst vor irgendwelchen Einschränkungen, die wieder kommen könnten? Ist es noch so leicht im Hinterkopf, dass man dann irgendwie keine Planungssicherheit mehr hat, die man ja wirklich braucht in dieser Branche? Ja, ich glaube, es war natürlich schon die letzten Jahre besonders und man musste sich immer wieder neu einstellen. Mit Angst geht man, glaube ich, da nicht rein. Wenn man mit Angst reingehen würde, hätte man vielleicht, macht man vielleicht zu viele Fehler. Ich würde sagen, mit dem nötigen Respekt, weil man sowas natürlich auch noch nie erlebt hat, blickt man jetzt schon auch in die Zukunft und sagt, Mensch, was alles ist. Aber unser Team und ich sind grundsätzlich immer positiv gestimmte Menschen und wir schauen positiv in die Zukunft. Und somit freuen wir uns auf viele weitere Gänsehautmomente bei Konzerten. Ja, das freut mich zu hören. Dann lohnt sich ja das Arbeiten mit dir. Und ihr habt hinten, das ist natürlich mein Thema, ein Bild von Michael Jackson hängen. Hast du eine persönliche Geschichte zu ihm oder warum hängt das da? Also wie hast du ihn zum Beispiel erlebt? Ich habe in der Tat eine persönliche Geschichte. Es war mein allererstes Konzert, das ich erlebt habe. Ich habe aber nicht viel erlebt, weil es war so laut am Anfang, da kam so ein Schlag, dass ich aus dem Stadion rausgerannt bin. Direkt am Anfang? Direkt am Anfang. Es war in Ludwigshafen, ich glaube 1992, war ich 5 Jahre alt. Und demnach habe ich schon auch eine Verbindung zu Michael Jackson und ich habe auch früher sehr viel Michael Jackson gesehen, gehört und auch selbst getanzt, was ich heute nicht mehr kann. Demnach, du kommst ja mit auf die Bühne. Ne? Genau, das würde ich mal den Profis überlassen. Und den Leuten, die es können. Ich bin leidenschaftlicher Musik. Leidenschaftlicher Musik. Liebhaber, ja. Und demnach höre ich alles gerne, aber Michael Jackson natürlich ein Ausnahmekünstler. Cool. Ja, freut mich, dass du das so siehst. Und hörst du auch heute noch Michael Jackson? Ja, durchaus gibt es Zeiten, wo man das auch noch hört und wo. Ob es im Radio ist oder auch durchaus. Die einen oder anderen DVDs habe ich auch zu Hause, die man sich ab und zu mal anschaut. Ja, denkst du dann dabei automatisch schon an mich? Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das, was du auf die Beine stellst. Ich habe es bisher noch nicht live gesehen und bin sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Und wünsche dir auf jeden Fall da erstmal alles Gute auf dem Weg. Ich weiß, du bist ja sehr motiviert und gehst da auch über viele Hürden da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, herzlichen Dank schon mal dafür, Nico. Und wir haben ja noch 2 Minuten, bevor ich in den nächsten Termin muss. Es kommen ja, kann ich mir vorstellen, sehr viele Kooperationsanfragen auf dich zu. Worauf achtest du genau bei einer möglichen Kooperationsanfrage und was ist dir da genau wichtig, sei es Werte oder Umgang? Oder was muss Voraussetzung sein? Naja, also wir haben natürlich ein Daily Business, das läuft, ne? Aber sehen es auch so als unsere Aufgabe, als Konzertveranstalter Talenten die Chance zu geben, etwas auf die Beine zu stellen, was zu zeigen. Und gerade, du hast nicht locker gelassen über Jahre. Der Nächste, der die Kaffeemaschine bedient jetzt im Interview. Dankeschön nochmal an der Stelle. Ja. Ja.
Die Waschmaschine. Das konnte ich nicht ahnen. Ja. Ja, also natürlich ist unsere Aufgabe auch, jungen Talenten eine Chance zu geben. Und da kommt es natürlich immer auch darauf an, wie man in das Thema reingeht und was man macht. Und wir haben jetzt mit dir nach vielen Gesprächen den Weg gefunden, dass wir die Chance geben, dass du im Capitol was auf die Beine stellen kannst. Und ja, wir das Venue, das Capitol erstmal so zur Verfügung stellen. Und wir sind sehr gespannt, was du auf die Beine stellst und was am Ende dabei rauskommt. Das war doch ein geiles Abschlusswort. Dann haben wir jetzt die 11:59 voll, dann muss er in der nächsten Meeting rein. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Nico. Ich bin sehr, sehr gespannt, also der gespannteste von allen, was jetzt noch so in Zukunft auf uns kommt. Die ganzen Begegnungen, die ganzen Chancen, die sich daraus entwickeln können. Und ja, du bist für mich einer der Menschen, dem ich besonders wirklich dankbar bin, muss ich nochmal hier in dem Video wirklich sagen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Nico. Sehr gerne.